Herr Ministerpräsident, herzlichen Dank. Es geht in die zweite Runde. Jede Fraktion hat 11 Minuten. 11. Kollege René Rock, Quikran Schreck, du kommst dran. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es zeigt ja, dass wir mit dem Thema genau ein wichtiges Thema aufgerufen haben. Das zeigt sich an den Wortbeiträgen. Ich finde, da war einiges dabei, das bedenkenswert ist. Und mir hat auch ein Satz gut gefallen des Ministerpräsidenten, der hier gesprochen hat davon, wir brauchen einen klaren Kurs in Hessen und ohne Schaum vor dem Mund. Und das ist auch genau unsere Haltung. Wir brauchen einen klaren Kurs in Hessen, und der klare Kurs heißt, dass der Rechtsstaat durchgesetzt werden muss. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, und das ist das, was wir als Parlament von der Regierung einfordern und einfordern müssen. Und genau das tun wir Freie Demokraten. Und wenn es hier Pauschalisierer gibt, die dann einfach sagen, na ja, das ist ja rechter Rand, weil man versucht, klarzumachen, dass wir wollen, dass der Rechtsstaat durchgesetzt wird, dann fällt es, glaube ich, auf die zurück, die so argumentieren. Und lieber Herr Wagner von den GRÜNEN, gesund beten einer Situation, das bringt auch überhaupt nichts. Sich hier hinzustellen, es gibt keine Probleme, das ist der völlig falsche Weg. Ich bin dem Ministerpräsidenten äußerst dankbar, dass er seinem Koalitionspartner hier auch klar widersprochen hat und erklärt hat, es gibt Handlungsbedarf. Es gibt klar Handlungsbedarf in diesem Bereich. Jetzt können wir noch diskutieren, wie und welcher Handlungsbedarf und welcher Intensität der umgesetzt werden muss. Da ist, glaube ich, auch klar, dass die Opposition vielleicht ein bisschen dynamischer oder sicher dynamischer ist als die Landesregierung, gerade diese Landesregierung. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Das wissen wir. Und darum will ich noch einmal etwas deutlich machen. Ich will noch einmal etwas deutlich machen in Richtung von Herrn Merz. Wir haben 3.891 Menschen hier in unserem Land, die das Verfahren durchlaufen haben, die keine Duldung in diesem Land haben, keine Duldung. Und der konsequente Rechtsstaat muss diese Menschen dann auch dazu bringen, dass sie unser Land verlassen. Das ist nun einmal so. Das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger von uns. Und wenn ich weiß ja nicht, liebe Kollegen von der Union, liebe Kollegen von der SPD, Sie sind doch auch draußen bei den Bürgern. Sie diskutieren auch mit denen. Ich habe mich gerade erinnert an eine Diskussion, die ich gestern Abend noch geführt habe, wo mich Eltern gefragt haben, was ist denn das für ein Land, in dem Eltern an einem Flughafen gestellt werden von der Polizei, weil sie mit ihrem Kind einen Tag vorher in Urlaub fahren, dann vielleicht einen Bußgeldbescheid von 2.000 € kriegen und wir nicht in der Lage sind, in einfachsten Dingen unseren Rechtsstaat durchzusetzen. Also, diese Diskussion führen Sie doch auch, oder führe ich die alleine? Führe ich diese Diskussion alleine? Bin ich der Einzige, der sich diesen Fragen stellt? Bin ich der Einzige, den man deshalb eine E-Mail schreibt oder der deshalb eine Diskussion sich ausgesetzt sieht als Abgeordneter? Und glauben Sie, wenn Sie solche Argumentationen nicht wahrnehmen oder das nicht wollen, dann wird irgendwas besser in unserem Land. Und, Herr Ministerpräsident, Sie haben ja über das Gießener Aufnahmezentrum alles gesagt, was wir wirklich auch unterstützen, die Arbeit dort. Wir waren in Gießen. Wir waren in Gießen vor allen anderen hier. Wir haben vor Ihnen nicht. Sie sind ja da halb zu Hause. Haben Sie ja gesagt, Sie wohnen in der Nähe. Aber wir als Fraktion haben dort Fraktionssitzungen gemacht. Wir haben dort mit den Leuten gesprochen. Wir sind überzeugt davon, dass in Gießen eine gute Arbeit gemacht wird. Und da wollen wir uns auch noch einmal bei den Menschen dort bedanken. Und Sie wissen als Gießener auch, dass es nicht immer einfach war, dass Politik viel reden musste mit den Anwohnern, dass es am Anfang Schwierigkeiten gab. Wir haben das alles hingekriegt in Gießen, alles super. Aber wir haben das Problem, wenn wir dann endlich das Verfahren umgesetzt haben. Und dann beginnt doch das Schwierige. Sie, Herr Ministerpräsident, haben das genau hier beschrieben, die Problembeschreibung gesagt. Was ist denn, wenn das Verfahren durchgeführt ist? Was ist denn, wenn derjenige ausreisepflichtig ist? Was passiert denn da? Und wir haben doch gestern wieder lesen können, dass, wenn eine Abschiebung anzieht, 50% der Personen durch Untertauchen sich der Abschiebung entziehen. 50%. 50% tauchen unter. Und das ist doch einfach, das ist eine Situation, die können wir, wie lange wollen wir uns das eigentlich alles, wie lange wollen wir denn das alles einfach hinnehmen? Wie lange wollen wir das alles mitmachen? Und wie lange, glauben wir, macht das die Bevölkerung in unserem Land mit? Die sagt, ich muss rechtstreu sein, ich muss ein rechtstreuer Bürger sein. Und wenn dann am Ende wir den Menschen keine Antworten geben können, dann stehen wir da als die, die man nicht mehr ernst nimmt. Dann sind es die Institutionen unseres Staates,
die man nicht mehr ernst nimmt. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn man sagt, na ja, der Polizist ist ja schön, dass der da ist, aber ist mir doch egal. Das ist doch die konsequente Frage. Wird der Rechtsstaat in unserem Land doch ernst genommen durchgesetzt? Und da hoffe ich schon, dass gerade Sie, Kollegen von der Union, uns da ein bisschen mehr beistehen würden und ein bisschen klare Position beziehen und die Dinge, die wir hier ansprechen und über die ganz Deutschland spricht, über diese unfassbaren Zustände im BAMF. Alle Menschen in diesem Deutschland, jede Sendung, jede Zeitung, alle sind voll davon. Und Sie sagen hier im Hessischen Landtag, das ist doch Bundesangelegenheit, wollen wir nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, hören Sie auf mit dem Weggucken, nehmen Sie die Themen an, hören Sie auf den Ministerpräsidenten, klarer Kurs, Handlungsbedarf ist da, dann handeln Sie auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich habe mich in dieser Erklärung oder in dieser Aktuellen Stunde noch einmal zu Wort gemeldet nach den Ausführungen des Ministerpräsidenten. Das verwundert wahrscheinlich auch nicht sonderlich, insbesondere weil der Ministerpräsident in seiner bekannten Art und Weise sich hier vorne hingestellt hat und aus seiner Sicht die Welt erklärt hat. Erklärt hat mit dem Hinweis darauf, dass er weiß, wie es war, weil er dabei war, und dass er alle warnt, sich jetzt vom Acker zu machen. Er hat gleichzeitig gelobt, dass wir hier das gemeinsam in der Humanitätskrise 2015 ganz gut hingekriegt haben, unter anderem, weil die Sozialdemokratische Partei sehr frühzeitig vor dem Höhepunkt der Humanitätskrise in politischen Gesprächen erklärt hat, dass wir auf jede Form der politischen Profilierung, anders als beispielsweise Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz und andere, verzichten werden, um an dieser gemeinsamen, als groß und schwierig erkannten Aufgabe helfen wollen und mitarbeiten. So war die Ausgangslage. Aber wie gesagt, der Subtext war, er warnt davor, dass sich hier Leute vom Acker machen. Und deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet, weil von Acker machen kann hier niemand reden. Die FDP hat in der Tat eine Aktuelle Stunde beantragt, die versucht, verschiedene Themen aufzunehmen. Politisch-kommunikativ ist die Strategie, glaube ich, hier hinreichend beschrieben worden. Nichtsdestotrotz bleibt dahinter ein paar Punkte, die in der Tat zu klären sind. Ich will das ausdrücklich auch aufnehmen. Erster Punkt. Zu den Menschen ohne Duldung, wo es objektive Abschiebehindernisse gibt, beispielsweise, weil wir keine hinreichenden Passpapiere haben, um sie beispielsweise in die drei nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien abschieben zu können, weil die Verabredungen, die in den letzten Jahren getroffen werden konnten, mit den dortigen Regierungen, ich sage mal, suboptimal sind, stark verbesserungsbedürftig sind, damit die Rückführungen wirklich funktionieren können, einschließlich der Regelung, die es gegeben hat, dass nur in Linienflügen zurückgeführt werden kann, nachdem sich die Regierung dort bereit erklärt haben, Staatsbürger aus diesen Ländern zurückzunehmen. Deswegen gibt es objektive Abschiebehindernisse, die Behörden schlicht und einfach nicht in die Lage versetzen, diese Abschiebungen zu vollziehen. Dass das besser werden muss, darüber besteht im Großen und Ganzen hier überhaupt kein Dissens, weil derjenige, der hier keinen Anspruch auf Asyl hat und keinen anderen Grund hat, hier zu sein, der muss eben auch das Land entsprechend verlassen. Erster Punkt. Damit will ich allerdings zur eigentlichen Debatte um die Ankerzentren kommen. Ich will dem Ministerpräsidenten, möglicherweise ist er ihm genauso in Erinnerung geblieben wie mir, den 11. Januar dieses Jahres in Erinnerung rufen. Am 11. Januar waren die Schlussverhandlungen in der Sondierung zwischen CDU, CSU und SPD im Willy-Brandt-Haus. Das war eine denkwürdige Nacht. Es ist sicherlich so, dass ich nicht Teil der Arbeitsgruppe Innen- und Migration war, aber dass wir natürlich eng in diesen Tagen in der kleinen Runde miteinander geredet haben und im Übrigen die abschließend entscheidenden Gespräche haben auch ohne Sie stattgefunden, wenn ich das richtig weiß, weil es am Ende Runden gab zwischen einem Mann, den Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Bild-Zeitung treffend beschrieben haben,
In der Bild-Zeitung wurden Sie zumindest zwei Tage später mit dem Satz zitiert, das Elend hat einen Namen, Alexander Dobrindt. Und in der Sache stimme ich Ihnen übrigens ausdrücklich zu, was diesen Teil angeht. Und ich erwähne das deswegen, Herr Ministerpräsident, weil ich Sie hier schon einmal ja, Sie müssen sich nicht daran erinnern, Herr Bouffier, Sie können das in der Bild-Zeitung nachlesen, da ist es nämlich dokumentiert. Herr Ventarek Al-Wazir weiß, dass das nicht stimmt, ist auch gut. Ich habe gesagt, es stimmt nicht alles, was in der Bild-Zeitung. Das stimmt, das stimmt, da sind wir uns wieder einig. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch einmal auf den Punkt der Ankerzentren auch in dieser Nacht zurückkommen. Ich würde gerne auf diese Nacht zurückkommen, weil es natürlich mitnichten so ist, wie der Ministerpräsident hier versucht hat, gerade zu beschreiben. In dieser Nacht ist der Dauerkonflikt zwischen CDU und CSU, und zwar zwischen CDU und CSU, in aller Brutalität aufgebrochen. Die Verhandlungsführer auf der CDU-Seite bis zur Bundeskanzlerin waren bis Oberkante Unterlippe genervt darüber, dass die CSU aus erkennbar parteipolitischen Motivlagen versucht hat, eine Sprache und Instrumentarien anzulegen, die selbst in ihren Reihen, das will ich in aller Form wertschätzend sagen, nur schwer erträglich aufgenommen wurden, versucht hat, den Duktus zu bestimmen. Und dazu hat Gerd Merz hier Hinreichendes gesagt. Hier macht sich niemand vom Acker, Herr Bouffier. Wir haben am Ende einen Koalitionsvertrag zugestimmt. Ich habe dafür leidenschaftlich geworben, im Wissen, dass diese Ankerzentren da drin stehen, mit denen wir fremdeln, weil die Anlage, wie die CSU sie will, etwas völlig anderes ist als das, was in Gießen stattfindet. Etwas völlig anderes ist. Und Jürgen Frömmrich hat eben auf die Frage dazwischengerufen, es gibt kein Konzept, und ich habe ihn ausdrücklich unterstützt. Das Kernproblem ist, es gibt kein Konzept, was ein Ankerzentrum von Horst Seehofer von der bayerischen CSU sein soll. Ich will ausdrücklich sagen, ich würde mich freuen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag in der Koalition da ihrerseits ein paar Anmerkungen zu machen würden, was mit uns im Rahmen von Ankerzentren ausdrücklich nicht geht. Wenn der Standard Gießen ist, dann wäre es ein großer Fortschritt. Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass Horst Seehofer etwas anderes will, insbesondere vor dem 14. Oktober und den bayerischen Landtagswahlen. Und deswegen noch einmal, Herr Bouffier, hier macht sich niemand vom Acker. Aber wir gleistern einen Konflikt auch in der Großen Koalition in Berlin nicht zu. Wir gleistern ihn nicht zu, weil dieser Konflikt ist nicht gelöst, weil es kein Konzept zu Ankerzentren gibt und die Vorstellungen zwischen uns, der CDU und der CSU völlig unterschiedliche sind. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen eine Initiative hier im Hessischen Landtag zu starten, dass Sie sagen, dass Ankerzentren das sind, was wir in Gießen machen, und dass Sie das als Bundesratsinitiative einbringen. Das machen wir sofort mit Ihnen. Ich bin aber nicht sicher, ob Sie dazu ernsthaft bereit sind, weil die Funktion der Pressekonferenz ja eigentlich war, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die unterschiedlichen Teilauffassungen zu diesem Thema im Prinzip ein wenig zu kaschieren. Damit lassen Sie mich noch ein paar Bemerkungen zu Gießen machen, weil es natürlich auch da so ist, es ist vorsichtig angedeutet worden, dass nicht alles von Anfang an gut war. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, zu Beginn, dass die Polizeipräsenz beispielsweise im Rahmen der Geldausgaben und an der Mehr völlig unzureichend ist, dann ist nach mehreren Interventionen, nach vielen, die wir intern auch miteinander besprochen haben, ist was passiert. Aber natürlich war am Anfang auch das Sicherheitsthema in dieser riesig großen Einrichtung in der Stadt nicht hinreichend geklärt. Die Busthemen, die Feuerwehrthemen, die Versorgungsthemen, die Bildungsthemen, die Freizeitthemen, die auch eine Rolle spielen, weil wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, die keine Betätigung haben, dann haben wir da ein Thema. Sehr schnell, und zwar völlig egal, welchen Pass jemand hat. Das wäre genauso, wenn viele deutsche Staatsbürger in einer solchen Einrichtung zusammen wären, dass wir nach wenigen Tagen ein Thema hätten, wenn auf so wenig Platz so viele Menschen zusammenkommen.
Und deswegen, am Ende ist es richtig. Wir haben hier vieles auf den Weg gebracht, was am Ende auch gut geworden ist. Und wenn das der Standard sein sollte, dann sind wir sehr dafür, das zu machen. Ich will für mich hier noch einen Punkt festhalten, weil der ist so ein bisschen verschütt gegangen. Auch auf die Frage, die am Anfang gestellt wurde. Der hessische Innenminister hat heute ausdrücklich in diesem Parlament festgehalten, dass die Erklärung des Bundesinnenministeriums, dass das Land Hessen seine Bereitschaft erklärt habe, ein Ankerzentrum im Sinne von Horst Seehofer auf den Weg zu bringen, dass diese Aussage falsch ist und das Bundesinnenministerium öffentlich die Unwahrheit gesagt hat. Ich will, dass das im Protokoll steht, weil das möglich ist. Das kann ich Ihnen sagen. Das wird auf der Bundesebene wird das Nachfragen auslösen. Wir werden nachfragen, welche Wahrnehmung denn die richtige ist, weil es mich schon brennend interessiert, wer in dieser nicht ganz konfliktfreien Bereich an welcher Stelle wo die Wahrheit gesagt hat. Deswegen am Ende noch einmal, Herr Ministerpräsident, der Versuch, am Anfang zu erklären, die Sozialdemokratie wolle sich bei dem Thema Ankerzentren von Acker machen, die ist nicht in Ordnung gewesen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir haben unsere politischen Bedenken in Koalitionsverhandlungen zurückgestellt, weil es ein besonderes Anliegen der CSU war und weil die CDU auch Sie als Verhandlungsführer für diesen Bereich das am Ende ausdrücklich akzeptiert haben und zur CDU-CSU-Position gemacht haben. Wenn Sie das heute so uminterpretieren, dass Gießen das Ankerzentrum des Vertrags ist, wie wir ihn in der Großen Koalition geschlossen haben, noch einmal bieten wir Ihnen ausdrücklich an, noch am heutigen Tage eine gemeinsame Initiative für den Bundesrat auf den Weg zu bringen. Ich würde mich sehr darüber freuen und bin sehr gespannt, wie die Antwort aussieht. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es offensichtlich weiter notwendig und richtig, dass wir hier über diese Frage, die so viele Menschen in unserem Land bewegt, weiter reden. Und es ist in Ordnung, dass die FDP das heute im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ankerzentren zur Aktuellen Stunde macht. Ich schließe mich vollumfänglich allerdings dem an, was Kollegin Wallmann dazu gesagt hat, und will noch auf einige andere Aspekte eingehen, weil Sie, Herr Greilich, vor allen Dingen so sehr die Rechtsstaatlichkeit unseres Landes hervorgehoben haben. Und das will ich ausdrücklich auch tun. Diese Rechtsstaatlichkeit und die Sorge um den Rechtsstaat treibt viele um. Seit 2015 treibt es viele Menschen um, dass sie das Gefühl hatten, und darauf ist der Ministerpräsident eingegangen, dass der Rechtsstaat nicht so funktioniert hat, wie Sie ihn sich vorgestellt haben, Herr Kollege Greilich. Aber zu diesem Rechtsstaat gehört auch die Rechtsstaatlichkeit bei den Verfahren, über die wir hier reden. Und wenn wir beklagen und Sie beklagen und immer wieder beklagt wird, dass das alles viel zu lange dauert, dann habe ich in den vergangenen Tagen noch Menschen gefragt, die mir das vorgetragen haben, wenn Sie das beklagen, was dort der Rechtsstaat gerade zeigt, nämlich ein rechtsstaatliches Gesicht gegenüber all denjenigen, die nicht nur hier leben, hier geboren sind, sondern auch gegenüber denjenigen, die hier zu uns gekommen sind, dann müssen wir über das Grundgesetz und den Artikel 16 des Grundgesetzes reden. Doch, Herr Greilich, dann müssen wir über diese Frage reden. Ich will das ausdrücklich nicht, das schicke ich vorweg. Aber wenn es so ist, dass auch jemand, dessen Bescheid negativ ausgefallen ist, den Rechtsstaat bemüht, in Anführungsstrichen, dann kann ich daran zunächst einmal nichts falsch finden, sondern ich halte das für geboten und erforderlich. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Ja, wir haben hier häufig über die Ursachen dieser ganzen Entwicklung gesprochen. Und auch das habe ich in den letzten Tagen bei Veranstaltungen immer wieder noch einmal in Erinnerung gerufen. Es wird ja von einigen in dieser Gesellschaft, allen voran von der AfD, jetzt auch im Deutschen Bundestag leider, immer wieder der Versuch unternommen, der Bundeskanzlerin ans Revier zu haften, die Merkel hat
eine Million Menschen und mehr ins Land geholt. Ich glaube, auch darüber sollten wir uns hin und wieder noch einmal unterhalten und alle demokratischen Parteien darauf verständigen, dass es nicht die Bundeskanzlerin war, die diese Menschen ins Land geholt hat, sondern dass diese Menschen aus meiner Sicht nachvollziehbaren Motiven gekommen sind. Im Januar 2015 hat das UNHCR-Flüchtlingswerk damit begonnen, die Leistungen pro Flüchtling, und es waren und sind ja noch Millionen von Menschen an den Grenzen Syriens in Flüchtlingsaufnahmelagern, in der Türkei, im Libanon und in anderen Ländern, damit begonnen, die Pro-Kopf-Zahlungen für Lebensmittel, für medizinische Versorgung und anderes von 28 Dollar auf 14 Dollar zu halbieren. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen diejenigen, die von außen zuhören und vielleicht sich mit der Debatte noch einmal beschäftigen wollen, vom Grundsatz her beschäftigen wollen, wenn ich Familienvater bin und seit Jahren in einer solchen Aufnahmeeinrichtung lebe und zwei, drei Kinder habe, von denen ich jetzt weiß, ich werde sie noch nicht einmal mehr ernähren können, dann nehme ich diese Kinder und gehe dorthin, wo ich glaube, dass es anders geht. Und weil wir so oft auch über die Frage der europäischen Solidarität gesprochen haben. Ja, wir hatten Dublin II und wir haben Dublin III. Aber wollen wir doch einmal ehrlich sein. Wir haben über lange Jahre die Erstaufnahmeländer, insbesondere Italien und Griechenland, auch alleine gelassen. Und dass es dort heute zu extremen Ausschlägen in der politischen Landschaft führt, in Griechenland wie in Italien rechtsextreme und linksextreme Parteien zusammen regieren, hat ja einen Grund. Möglicherweise bei vielen den Grund, dass Menschen sagen, das ist nicht in Ordnung, was da mit unseren Ländern passiert. Und ich glaube, es war nicht so ganz unrecht, von italienischer beispielsweise Seite zu sagen, wir fühlen uns im Stich gelassen. 2014, 2015, manche erinnern sich noch daran, dass der Papst sich zu diesen Fragen und dem, was im Mittelmeer passiert ist, geäußert hat. Warum sage ich das alles, Herr Kollege Schäfer-Gümbel? Ich sage das, weil es weiter bei dem Versuch bleibt, und jetzt will ich schon noch einmal auf die AfD eingehen. Merkel als wesentliche und fast alleinige Verantwortliche für diese Entwicklung in diesem Land zu zeichnen. Da gibt es viele Beispiele, bei denen man das konkret festmachen kann, beispielsweise bei dem legendären Satz von Herrn Gauland, wir werden sie jagen. Da meinte er nicht nur die Merkel, da meinte er ja, die Regierung in Berlin. Beispielsweise, wenn Frau von Storch erklärt hat, Merkel muss sich für ihre Taten politisch sowie juristisch verantworten. Deswegen fordern wir einen Untersuchungsausschuss, damit sie in die Geschichte eingeht als die größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist offenkundig, was die AfD vorhat, auch mit diesem Untersuchungsausschuss, über den jetzt in Berlin geredet wird. Und deswegen verstehe ich, dass Parteien im Deutschen Bundestag sich mit der Frage deswegen schwer tun, weil sie sich nicht von der AfD in diesem Sinne vereinnahmen lassen wollen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und um es für alle, die es noch ein bisschen kräftiger mögen, vielleicht noch deutlicher zu machen, Frau von Storch hat dann mal einen Twitter auf ihrer Twitter-Seite abgesetzt, von dem sie nachher gesagt hat, das sei ein Mitarbeiter gewesen. Das kennen wir ja von AfD-Politikern, in dem es heißt, je länger Merkel am Ruder bleibt, desto mehr Fleisch werden wir von ihrem Kadaver reißen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist widerlich, das ist inakzeptabel, und das ist eine Masche, bei der wir Acht geben müssen, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von einer Partei, die und für die Rechtsstaatlichkeit offensichtlich ein Fremdwort ist, auch wenn sie es selbst plakativ immer wieder einfordert. Ich will ein Letztes tun, und der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen. Kollege Wagner hat, wie ich finde, völlig zu Recht beschrieben, was in den letzten drei, vier Jahren hier alles Positives passiert ist. Und ich will das ausdrücklich bekräftigen. Wir hatten Debatten in diesem Land. Manche erinnern sich, Familiennachzug, da kommen jetzt 5, 6, 7 Millionen, auch AfD-Sprech. Es ist im Koalitionsvertrag in Berlin gelungen, nicht zu aller Zufriedenheit, das werden Sie wahrscheinlich dann als Erwiderung demnächst wieder einmal feststellen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, den Familiennachzug zu begrenzen.
Es ist in diesem Koalitionsvertrag gelungen, einen Richtwert zu definieren, was wir denn glauben, wie viele Menschen wir in der Lage sind, in diesem Land zu integrieren. Und das will ich auch noch einmal in Erinnerung rufen, ist ja nicht nur eine Forderung und Vorstellung der CSU oder der CDU, sondern es eint viele in unseren Parteien, auch in der SPD bis hin zur LINKEN, die Erkenntnis des Bundespräsidenten anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der deutschen Wiedervereinigung, dass unsere Bereitschaft zu helfen groß ist, aber unsere Kraft, es zu tun, ich übersetze das jetzt etwas frei, natürlich auch endlich ist. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, ist es A, notwendig zu sagen, was sich verbessert hat. Es ist beispielsweise notwendig, darauf hinzuweisen, dass es dem hessischen Innenminister gelungen ist, den Gefährder vor zwei Wochen nach Tunesien zurückzuführen. Ja, nach einem langwierigen und strapazierenden Rechtsverfahren. Wir sollten darüber reden, dass wir, ich finde, einen ganz wichtigen Schritt gemacht haben mit der hessischen Justizministerin und gemeinsam mit vielen, die sich dort engagieren, ehrenamtlich engagieren, nämlich jungen Menschen, die hierher kommen, zu erklären, wie dieser Rechtsstaat funktioniert, was unsere Werte sind, was in unserer Verfassung steht. Und dass jetzt viele Länder, meine Parteifreunde, Sie haben das vielleicht gelesen, die Fraktionsvorsitzendenkonferenz hat vor zwei Wochen dazu getagt, das bundesweit etablieren wollen, dieses hessische Modell, nämlich genau das zu tun, was immer wieder gesagt wird, ihr müsst denen, die daherkommen, doch sagen, wie wir hier ticken. All das findet statt. Und Herr Kollege Rock, und das ist meine letzte Bemerkung, mein Vorschlag ist, dass wir beides tun, dass wir Dinge, die nicht gelöst sind, nicht zufriedenstellend sind, thematisieren, dass wir das aber vielleicht immer auch mit einer Lösung verbinden. Und ich komme auf den Eingangshinweis zurück. Wenn Menschen sagen, dass sie das alles nicht wollen, dann sind wir auch am Ende bei der Diskussion um die deutsche Verfassung in diesem Zusammenhang. Aber wir sollten hin und Kollege wieder Boddenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber wir sollten hin und wieder Kollegen Schäfer-Gümbel. Ja, aber wir sollten hin und wieder auch darüber reden, was sich deutlich verbessert hat und dass sehr wohl der Staat die Dinge unter seiner Kontrolle hat. Herr Schäfer-Gümbel. Will nicht. Doch, jetzt geht's. Herr Boddenberg, danke für diesen wohltuenden Beitrag. Ich habe aber noch eine Frage in Replik auf meine Anmerkung. Machen wir denn jetzt eine gemeinsame Bundesratsinitiative, die hier politisch implizieren, oder nicht? Frage, das hätte ich fast vergessen, Herr Schäfer-Gümbel. Ich war ja mal, wie Sie wissen, Bundesratsminister. Ich erinnere mich daran, dass es schon immer so war, dass es Parlamentarier gab, die dem Bundesratsminister oder der Landesregierung erklären wollten, was sie denn im Bundesrat zu tun und zu lassen hätten. Wir warten, Herr Schäfer-Gümbel, das ist Angelegenheit der Landesregierung, alles, was Bundesrat anbelangt, wie Sie wissen. Wir erwarten jetzt zunächst einmal, dass der Bundesinnenminister ein Konzept vorlegt. Und das tun, glaube ich, andere Länder auch, wenn ich das richtig sehe, völlig zu Recht. Und insofern ist zu diesem Punkt heute, wie ich finde, ausreichend alles gesagt worden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was die FDP hier macht, das ist zweifelsohne Fischen am rechten Rand. Und so zu tun, Herr Rock und Herr Greilich, so zu tun, als sei der Rechtsstaat in Deutschland gefährdet, weil zu wenige Menschen abgeschoben würden, das halte ich, gelinde gesagt, für absurd. Wir haben in diesem Land ganz andere Gefahren für den Rechtsstaat. Und ich finde, die sollten Sie hier vielleicht einmal zum Thema machen. Wenn wir darüber reden, dass sich rassistische Übergriffe häufen, antisemitische Übergriffe häufen, dass wir eine Zunahme haben von rechter Gewalt, und Sie stellen sich hin und erzählen etwas von einer Gefährdung des Rechtsstaats, weil Menschen in diesem Land geduldet werden, weil Abschiebehemmnisse vorliegen, dann beschreiben Sie das als eine Gefährdung des Rechtsstaats. Und das ist ja kein Nein, das ist ja kein Zufall. Das ist ja kein Zufall. Nein, das ist ja eine Linie. Ich habe genau zugehört. Wissen Sie, wem ich noch zugehört habe? Herrn Lindner. Ich habe Herrn Lindner auch genau zugehört, was er beim Parteitag der FDP gesagt hat. Und wenn Herr Lindner davon schwadroniert, dass Menschen
in der Schlange beim Bäcker Angst hätten, wenn Menschen gebrochen Deutsch sprechen würden, weil sie ja nicht wüssten, ob das ein hochqualifizierter indischer Computerspezialist ist oder ein Mensch ohne legalen Aufenthaltsstatus. Was ja impliziert, dass von Menschen, die geduldet sind oder keinen legalen Aufenthaltsstatus haben, eine Gefahr ausgeht. Was Sie hier machen, was Christian Lindner da gemacht hat, ist eine Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas. So schürt man Ressentiments. Ja, ich weiß nicht, wer beim Bäcker in der Schlange seine Steuern hinterzieht. Ich weiß auch nicht, wer seine Familie schlägt. Ich weiß das nicht. Aber ich habe keine Angst. Und jeder, der keine Vorurteile im Kopf hat, hat doch keine Angst, wenn beim Bäcker gebrochen Deutsch gesprochen wird. Und das zu einem Kriterium zu machen, ist einfach Fischen am rechten Rand. Und ich sage Ihnen, und das ist auch das Letzte, was ich jetzt zu Ihnen sagen möchte, ich sage Ihnen an die Adresse der FDP, mit dieser Themensetzung, Sie werden so die AfD nicht schwächen, ganz im Gegenteil. Sie tragen dazu bei, ein Klima zu schaffen, auf dem die AfD stärker werden kann, weil sie irgendwo davon schwadronieren, es gebe hier einen Kontrollverlust, und der Staat und der Rechtsstaat und alles sei gefährdet. Das ist vollkommen absurd, was für ein Popanz Sie hier aufmachen. Und das ist ärgerlich, weil Sie damit einfach die Stimmung vergiften, meine Damen und Herren. Und wenn man in der Zeitung liest, dass dann jemand wie Herr Dobrindt von einer Anti-Asyl-Industrie spricht, wenn jemand, der bis vor Kurzem ein Ministeramt innehatte, die Wahrnehmung von Rechten und Rechtswegen in dieser Art diffamiert, dann ist das eher ein Angriff auf den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Und ich muss sagen, Herr Ministerpräsident, wenn ich Herrn Dobrindt zuhöre, dann kommt mir manchmal die Gedanke, ob Ihr Vorschlag und Ihre Forderung nach den Rechtsstaatklassen nicht doch für einige Menschen richtig und angemessen wäre. Und Herr Dobrindt wäre einer der Ersten, der darin beschult werden könnte. Ich möchte in kleinen Klassen, Herr Wagner, den Vorschlag, finde ich, sollten wir aufgreifen. Wir machen Scheuer, Dobrindt und in der 1-zu-2-Betreuung. Ja, er kann auch noch dazukommen. Ich widerspreche Ihnen ausdrücklich nicht, Herr Wagner. Ich möchte etwas sagen noch zur Debatte um die Zentren. Der Ministerpräsident hat gesagt, es ist wichtig, dass die Menschen dort ankommen und dann quasi alles quasi Hand in Hand geht. Ich finde, es geht mir nicht um die Frage des Ankommens. Ja. Aber wir wissen, kleine Anfrage der LINKEN, dass die Dauer von Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate überschreiten, gerade für Menschen, die aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen. Und wir wissen, dass sie zum Teil unbefristet dort sind und welche Probleme das mit sich bringt. Das bringt nämlich das Problem mit sich der Frage der Beschulung für Kinder. Das bringt die Frage mit sich, dass Menschen keinerlei Intimsphäre haben, dass natürlich in einer solchen Enge, wo Menschen traumatisiert sind, Fluchterfahrungen hinter sich haben, dass es dort zu Aggressionen kommt, dass es dort zu Konflikten kommt. Ja, das ist doch gar kein Wunder. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass in einer Unterkunft wie in Ellwangen, wo Menschen über vielleicht Jahre oder Monate hinweg gemeinsam in dieser Unterkunft leben, und dann kommt irgendwann mitten in der Nacht die Polizei und möchte einen dieser Menschen abholen, um ihn nach Dublin, nach Italien abzuschieben. Und dann stellen Sie sich doch bitte vor, versetzen Sie sich in die Lage dieser Menschen. Menschen, die eine lange Flucht hinter sich haben, die monatelang in dieser Unterkunft sind. Und dann wird nachts einer von ihnen abgeholt, und in einer weiteren Nacht wieder jemand und wieder jemand. Und alle die Hoffnungen, alle die Erwartungen, die Menschen hatten auf ein besseres Leben, lösen sich in Luft aus. Und sie haben Panik und sie haben Angst, dass sie selber der oder die Nächste sind. Und eine solche Situation, die hatten wir doch in Ellwangen, weil Menschen Angst haben, dass sie zurück in eine Heimat kommen, wo sie komplett mittellos sind, wo sie vor dem Nichts stehen. Und deswegen wünsche ich mir als Erstes ein bisschen mehr Menschlichkeit in dieser Debatte.
Und das Schlimme ist doch, wenn wir über die Ankerzentren reden, was ist denn deren Aufgabe? Ich sage Ihnen, die Ankerzentren haben eine Aufgabe. Die Ankerzentren sollen jede Form von gesellschaftlicher Verankerung verhindern. Das ist die Aufgabe der Ankerzentren. Die Menschen sollen nicht mit ihren Nachbarn und Freunden irgendwo wohnen, wo sie sich das hat ja Seehofer vor kurzem auch gesagt. Also, das ist ja interessant. Vor ein paar Jahren hat Seehofer gesagt, also, Ausländer, die sich nicht integrieren wollen, sind ein Problem. Jetzt vor zwei Wochen, als er die Ankerzentren vorgestellt hat, hat er sich hingestellt und gesagt, also, ein großes Problem ist, wenn die sich erst einmal integriert haben. Also, das ist ja die Logik, die dem zugrunde liegt. Dass, wenn Menschen hier ankommen, Freunde finden, Nachbarschaften finden, Vereine finden, Kontakte finden, das ist dann in den Augen der meisten Menschen sind das zwischenmenschliche Beziehungen und hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Für manch andere ist das offensichtlich ein Abschiebehindernis oder ein Abschiebehemmnis. Und das ist die ganze Grundlage, was diesen Ankerzentren zugrunde liegt. Und an der Stelle will ich noch einmal sagen, ich finde, Herr Boddenberg, ich fand einiges in Ihrem Beitrag bemerkenswert. Nämlich, dass Sie selbstkritisch das Dublin-Abkommen oder dass Sie kritisch auch das Dublin-Abkommen reflektiert haben und gesagt haben, ja, vielleicht hat die Bundesrepublik es sich dazu einfach gemacht, dass man einfach alles an die EU-Außengrenzen verschiebt und sagt, soll doch Griechenland, Spanien und Italien das einfach klären. Ich finde, dass wir kritisieren das Dublin-Abkommen schon immer. Ich finde das richtig und wichtig, dass so etwas auch angesprochen wird und dass das auch kritisiert wird, weil in der Tat hat sich Deutschland hier lange Jahre einen schlanken Fuß gemacht und selber ja Asylbewerber dann in diese Staaten abgeschoben, weil eben nach dem Dublin-Abkommen die zuständig sind. Ich glaube, Herr Rock möchte mir eine Frage stellen. Jetzt habe ich es gesehen. Darf er das? Ja. Gut. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre auch. Frau Wissler, wenn Sie hier über Emotionen von Menschen reden, ja. Was halten Sie von den Emotionen von Polizeibeamten, die von linken Randalierern belagert werden in ihren Privathäusern? Was glauben Sie, was diese Menschen für Gefühle haben? Dazu sage ich Ihnen gerne etwas, Herr Rock. Ich bin der Meinung, dass das kritisiere ich, dass es genau diese Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind, die solche für Sie, für diese Menschen selber furchtbare Entscheidungen. Möchten Sie es hören oder nicht? Es sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die oftmals gegen ihr eigenes Empfinden und gegen ihre eigene Überzeugung solche Dinge durchsetzen müssen. Und die Polizei wird dafür genutzt, solche Entscheidungen durchzusetzen. Und wenn Sie hören, welche Kritik es gibt aus der Polizeigewerkschaft, die GdP kritisiert die Ankerzentren. Das ist ja die GdP, die gerade sagt, was sie da machen, was dort geplant ist, das geht auf den Rücken und das geht auf die Knochen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und deswegen habe ich auch Hochachtung für Pilotinnen und Piloten, die Abschiebungen verweigern. Und ich habe auch Hochachtung für Menschen, die in diesem Bereich sagen, ich mache gewisse Dinge nicht, ich verweigere mich. Solche Pilotinnen und Piloten gab es, meine Damen und Herren. Und ich will über die Frage der Menschen reden, weil Herr Boddenberg, nein, ich lasse jetzt nicht noch eine Zwischenfrage zu, weil ich jetzt zum Ende kommen möchte. Sie haben gesagt, wenn man seine Kinder nicht ernähren kann, geht man dahin, wo man sie ernähren kann. Und richtig, wir reden hier oft über Abschiebungen als Verwaltungsakte. Abschiebungen sind keine Verwaltungsakte, es geht hier um Menschen. Es geht um den 12-jährigen Alec. Es geht um den 12-jährigen Alec, der völlig alleine, ein 12-jähriges Kind, aus Hessen nach Mazedonien abgeschoben wurde. Wir reden über eine 15-jährige Schülerin, die aus dem Unterricht abgeholt wurde von der Polizei und mit ihrer Mutter abgeschoben wurde. Wir reden von Menschen, die wieder vor zwei Tagen nach Afghanistan abgeschoben wurden in ein Bürgerkriegsland. Wir reden über eine Familie, ich habe Kontakt zu einer Frau, deren Mann wurde, die Ehe ist in Deutschland nicht anerkannt, deren Mann wurde nach 10 Jahren in Deutschland abgeschoben von Hessen. Und sie sitzt alleine mit zwei kleinen Kindern. Sie ist existenziell gefährdet. Sie weiß nicht mehr weiter. Und die Polizei kam nachts in diese Wohnung, spätabends in diese Wohnung, im Beisein eines 2- und eines 4-jährigen Kindes. Kollegin und hat den Vater Wissler, abgeholt. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Und die 2- und die 4-Jährige fragen seitdem, wo ist der Papa und ist die Polizei gut mit ihm umgegangen?
Warum hat die Polizei den Papa abgeholt? Und das sind die Gesichter der Menschen, über die wir reden. Und deshalb hören Sie auf, einen Popanz aufzubauen, dass der Rechtsstaat durch Humanität und durch Menschlichkeit und durch Bleiberecht gefährdet wäre. Das ist er nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, in der Debatte ist sehr viel Richtiges und auch sehr viel Nachdenkliches gesagt worden. Frau Kollegin Wissler, in Ihre Richtung jetzt auch noch einmal die Debatte. Was haben wir hier vorgefunden in den Jahren 2015 und in 2016? Was ist hier passiert? Und ich muss wirklich sagen, wir haben hier in Deutschland und auch in Hessen ein freiwilliges Engagement, eine Humanität und ein Engagement für diese Humanität erlebt, wie wir sie in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Das muss man doch, glaube ich, am Anfang einer solchen Debatte. Und wenn man über Humanität redet, Sie haben das ja herausgestellt, glaube ich, muss man mal betonen, welche Leistung hier in der Bundesrepublik Deutschland humanitärerseits geleistet worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hätten uns gewünscht, der Kollege Boddenberg hat das angesprochen, wir hätten uns gewünscht, dass andere europäischen Länder in gleicher Weise diesem Beispiel gefolgt werden. Weil wir haben ja etwas vorgefunden, mitten in Europa eine humanitäre Katastrophe an der Grenze zu Ungarn, in der man auch als Europäische Union und auch als Bundesregierung nicht einfach vorbeischauen kann, sondern da muss man handeln. Und in dieser Frage hat die Bundeskanzlerin, wie ich meine, humanitär gehandelt und hat ein Zeichen gesetzt. Und das muss man, glaube ich, in dieser Debatte immer wieder betonen, auch gegenüber denen, die versuchen, dieses Handeln zu verhetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man muss auch der Versuchung widerstehen, in dieser Debatte undifferenziert zu diskutieren. Und auf der einen Seite haben wir es mit dem Populismus zu tun, der gerade ja, ich habe das erwähnt, gerade ja das Handeln auch der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung seinerzeit sozusagen skandalisiert. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir natürlich auch über Probleme reden, die hier entstanden sind. Wir haben ja die Debatte auch begonnen an der Frage der Ankerzentren. Der Ministerpräsident, finde ich, hat das sehr eindringlich gesagt. Erst einmal muss man, wenn man über Ankerzentren redet, das sage ich auch in Richtung der FDP, muss man erst einmal die Frage stellen, bevor man über eine Debatte überhaupt grundständig führen kann, sollte der Bundesinnenminister erst einmal sagen, wie er sich denn konzeptionell ein Ankerzentrum überhaupt vorstellt. Das liegt nicht vor. Und solange das nicht vorliegt, finde ich, kann man eine solche Debatte auch nicht inhaltlich führen. Das, was wir hier in Hessen machen, ist doch vorbildlich, was die Frage der Unterbringung und der Versorgung von Flüchtlingen angeht. Wir haben in Hessen eine Einrichtung geschaffen, die Vorbildcharakter hat. Viele andere Bundesländer kommen hierher und schauen sich das an, wie wir das in Gießen organisiert haben, wie wir die Aufnahme organisiert haben, wie wir das Verfahren organisiert haben, wie wir die Leistungen organisiert haben, wie wir die Integrationsmaßnahmen organisieren. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Humanität lebt und auch wie man humanitäre Unterbringung organisiert. Deswegen finde ich eine theoretische Debatte über Ankerzentren vollkommen daneben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher glaube ich, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ich will noch einen Satz sagen, was die Rechtsstaatlichkeit von Verfahren angeht, weil das ist hier vorhin des Öfteren angesprochen worden. Ich glaube, dass natürlich auch im Asylverfahren, und das haben wir hier auch immer wieder betont, am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens auch die Aufforderung zur Ausreise stehen kann. Wir versuchen hier in Hessen, das anders zu lösen. Wir versuchen mit vielen Programmen und auch auf das Zugehen auf die Menschen, versuchen wir dafür Sorge zu tragen, dass freiwillige Ausreisen im Vordergrund stehen. Aber am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens kann auch eine Abschiebung stehen. Und das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Das ist ein rechtsstaatliches Verfahren. Was ich aber nicht akzeptiere, und da haben wir, glaube ich, vorhin in diesem Hause deutliche Einigkeit bewiesen, Thorsten Schäfer-Gümbel hat das gesagt, ist die Einschätzung zu dem, was Alexander Dobrindt in der Sache sagt. Weil das geht nämlich auch nicht. Wenn man auf der einen Seite über rechtsstaatliche Verfahren redet, dann kann man sich nicht hinstellen und im Deutschen Bundestag
über eine Anti-Abschiebeindustrie reden, wenn es darum geht, dass Menschen ein Grundrecht wahrnehmen und nach dem Urteil oder nach dem Bescheid dann ein rechtsstaatliches Verfahren vor unseren Gerichten beginnen. Wer so etwas sagt, hat offensichtlich auch ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit. Und das muss man sehr deutlich in Richtung von Herrn Dobrindt sagen. Wir haben hier in Hessen, glaube ich, eine gute Einrichtung. Das ist vorhin erwähnt worden. Wir haben die sogenannten Rechtsstaatsklassen in Hessen, wo wir neu zugewanderten Menschen die Möglichkeit geben, sich über unser Rechtssystem zu informieren. Ich glaube, man muss vielleicht auch einmal vorschlagen, in Richtung von Herrn Dobrindt und in Richtung von Bayern, dass vielleicht Herr Dobrindt eine solche Klasse einmal besuchen sollte. Dann würde er vielleicht auch mitbekommen, was Rechtsstaatlichkeit in einem Rechtsstaat heißt. Man kann Rechtsstaat nicht sozusagen auf der einen Seite so definieren, dass man sagt, nach einem rechtsstaatlichen Verfahren steht auch die Abschiebung. Aber wenn rechtsstaatliche Verfahren von Asylbewerbern in Anspruch genommen werden, dann das in dieser Art und Weise zu diskreditieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 98 abgehalten.